Ahoi, liebe Schottland-Freunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, ihr habt schon gesehen, wir sind auf der North Coast 500 gelandet. Durch Zufall. War gar nicht unser Plan. Wir haben zwar damit gerechnet, dass wir bestimmt irgendwann darauf landen werden, aber... Ja, jetzt ist es soweit. War nicht geplant. Und ihr habt schon erste coole Szenen bekommen. Und wir wollen jetzt zu einem... Leuchtturm wieder und dann mal sehen, wie das Wetter ist, was wir daraus machen. Ja, genau. Das heißt, wir genießen jetzt einfach Schottland und ja, Intro habt ihr auch schon gesehen. Ist ja jetzt ein bisschen was anderes. Den kleinen Strand habt ihr gesehen. Also eigentlich habt ihr viele Sachen von Schottland schon gesehen. Und wir... Aber es gibt noch viel mehr zu entdecken. Noch viel mehr. Das ist jetzt, glaube ich, der 8. Teil. Ja, kann sein. Langsam steige ich nicht mehr durch. Wie ich glaube, Teile? Du hast gesagt, gestern 7 Teile haben wir jetzt. Und jetzt ist genau, dann ist der 8. und dann ist der Monat mal durch. Hm. Ist auch schön. Gut, jetzt wollen wir weiterfahren. Und nehmen euch mit. Genau, jetzt darfst du auch wieder fahren, ne? Genau. Attacke! So, fertig gemacht sind wir. Was ein Wind draußen, deshalb wisst ihr das. Woran erkennt ihr das meistens? Weil wir sind drinnen. Wir machen keine Außenaufnahme, weil draußen wirklich sehr viel Wind ist. Wir nehmen die Drohne mit. Das machen wir. Ob Aber wir fliegen, wissen wir nicht, weil dafür ist es doch sehr, sehr windig. Als erstes wollen wir zum Leuchtturm. Stirr Lighthouse. Der ist direkt hier am Platz. Der Platz kostet 10 britische Pfund für 24 Stunden. Ja. Für ein, also für hier, für Wohnmobil, wenn du nur mit dem Auto kommst, kostet es 5 Pfund. Kannst mit PayPal bezahlen. Alles ganz easy. Auf jeden Fall seid rechtzeitig da, weil es ist nämlich voll hier. Wir haben gerade so irgendwie eine Lücke gefunden und sind dann da reingeschnurrt. Grundsätzlich in Schottland, gerade jetzt in den, wie gesagt, das ist überlaufen, das muss man einfach sagen. Ja. Immer entweder sehr früh da sein oder spät abends kommen. Sonst habt ihr halt wirklich große Herausforderungen. Genau. So, wir wollen zum Lighthouse und vielleicht noch mehr. Das werdet ihr da gleich sehen. Build a better life.
am Hof. Da sind wir zurück. So, wir haben ungefähr 4 Kilometer gemacht. Wir sind nicht bis ganz ran. Es fing einfach zu doll an zu regnen. Jetzt regnet das auch. Wir mussten uns erstmal trocken legen. Ne? Genau, windig, regnerisch. Aber wir haben den Old Man of Store gesehen. Richtig, genau. Naja gut, ganz ran, ganz ehrlich, kommt man hier sowieso nicht. Das geht natürlich nicht. Aber nee, das ist auf einer Insel und Drohne fliegen wäre eh auch nicht möglich gewesen, als wenn wir da hingegangen wären. Also wir haben hier, weiß ich nicht, Windgeschwindigkeiten von 80 km/h, 85 oder sowas. Also nö. Aber wir haben eine schöne Wanderung gemacht. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn der Wind nicht so schlimm wäre und der Regen natürlich. Also eigentlich ist der Regen der schlimmste gewesen. Die Hintour war auch nicht so schlimm, die Rücktour ist dann schlimmer, weil kam dann alles ins Gesicht natürlich. Ja. Genau. Und dann aber so kann es halt hier in Schottland auch sein, ne? Aber es war trotzdem schön. Das auf jeden Fall. Also ich glaube, gelohnt hat sich das. Genau. So, jetzt würde ich sagen, guck mal, was unser Essen macht. Jetzt schon? Naja, zumindest, dass ich das schon mal alles so weit vorbereite, ne? Nicht? Ja, doch. Ich kann dann gucken, dass ich wieder Videos schneide. Weil bei dem schlechten Wetter kann man ja ausnutzen und Videos schneiden. Genau. Wir machen es uns jetzt hier gemütlich, genießen den Tag noch. Ja, es ist erst 1 Uhr, ne? Wir sind relativ zeitnah los, aber alles gut. Das passt schon. Und nachher gibt's Essen. Lecker. So, es wird langsam Zeit, dass wir uns ums Essen kümmern. Wir haben jetzt lecker, was haben wir denn gegessen? Lachs habe ich gehabt und du hattest Leberwurst und so weiter. Also wir haben auf jeden Fall noch Brot gegessen. Und jetzt heißt das, wir machen schön Hähnchen in Sahnesoße. Hähnchen habe ich schon klein gemacht. Und was soll ich? Lauter sein. Ach, lauter soll ich sein. Ja, auf jeden Fall Hähnchen habe ich schon klein gemacht. Hier ist die Sahne. Ich musste erstmal kurz fragen im Laden, was ist denn hier von Sahne? Und hier ist die Cream sozusagen. Und ja, jetzt kommt das Ganze in eine Soße rein. Also die Cream sozusagen darin. Und dann hauen wir unsere Kräutertüten dazu. Muss ja auch mal schnell gehen, wisst ihr ja. Buggys Kombüsenstudio, mehr sage ich dazu nicht. Da kann man das sich auch angucken. Jo, und dann gibt es heute Abend lecker Essen, Nudeln dazu. Frischen Brokkoli haben wir besorgt. Oh, glaube, kann ein schlechter treffen. Bei der Aussicht, mega geil. Ist schon schön hier an den Klippen und am Leuchtturm. Am Old Man of Store, also in der Nähe. Mussten wir ja ein bisschen hinlaufen. Ganz haben wir es ja nicht gemacht, aber egal. Mütze ist auf, wir haben uns wieder umgezogen, denn wir wollen noch mal raus, denn die See ist so rau da draußen. Jo, das wollen wir uns noch mal angucken. Ne? Müssen wir uns angucken. Also ihr wisst ja, dass normalerweise von den Videos bin ich ja nicht jetzt der Freund zu sagen, oh, ja, schönes Wetter, gehen wir raus, schön. Es ist ja kein schönes Wetter, es regnet. Aber es ist so, also was wir schon durchs Auto sehen. Besonders. Das muss man einfach mal in real sehen. Wann hat man mal die Gelegenheiten dazu? Ja, der Platz ist sonst relativ sehr leer geworden. Ich finde das lustig, dass viele irgendwie Halterungen gemacht haben. Der hat sich einen Stein davor gepackt. Die haben sie vor die Räder, die haben alle Angst, dass sie da runterrollen. Also der Wind nimmt jetzt noch ein bisschen zu, flacht aber in der Nacht ab. Und vielleicht morgen früh, vielleicht, haben wir ein bisschen die Chance.
Drohne zu fliegen. Das wissen wir aber noch nicht. Schauen wir mal, genau. Also wenn es morgen passt, dann ja. Wenn es nicht, dann nicht. Ist es halt mal so. Und wenn wir Glück haben, heute Abend, weil das Fenster hin zum Leuchtturm. Stimmt, das ist nämlich frei, da ist kein Regen drauf. Kann sein, dass wir vielleicht ein bisschen so eine Abendstimmung einfangen können. Gucken da sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall, jetzt gibt es wieder von draußen. Danach müssen wir hier abwaschen, abtrocknen, wieder schneiden. Und morgen geht's weiter. Das Video ist noch nicht zu Ende, denn ein bisschen wollen wir euch noch zeigen. Hier von der, naja, North Coast, kann man ja sagen, von der Nordküste Schottlands. Genau. Jetzt gehen wir raus, ne? Jetzt gehen wir raus. Attacke. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Es windet. Leuchtturm, der nicht zu sehen ist. Ja, genau. Dahinter sollte er sein. Wir haben ihn vorhin mal kurze Zeit gesehen, aber es ist so neblig. Keine Chance. Und deshalb, weil es auch immer noch windig ist, neblig ist. Leider keine Drohnenaufnahme von hier. Aber ich glaube, wir haben euch trotzdem schöne Szenen zeigen können. Den Old Man of Store haben wir dann in der Saison auch gesehen. Wir haben es auf jeden Fall genossen. Es war sehr schön. Also doch. Genau. Wir wollen jetzt weiter in den Nebel des Grauens. Dabei sind wir gar nicht mehr auf der Insel des Nebels. Nee, aber wir müssen halt trotzdem hier durch den Nebel erstmal wieder raus. Ich denke, dass es im Landesinneren etwas besser wird, aber das werden wir dann gleich sehen. Das hoffen wir zumindest. Genau. Ja. Und wo wir landen, das weiß noch keiner. Schauen wir mal. Lassen uns überraschen. Auf jeden Fall nehmen wir euch da wie immer mit und dann schauen wir mal, ne? Genau. Los geht's. Was? Sonnenbrille vergessen, aber ich sag mal Karibik-Feeling pur. Schon geil irgendwie. Also das glasklare Wasser mit dem schönen Strand. Boah, könnte uns schlechter treffen. Hat es uns auch. Weil wieso? Man muss auch so sagen, also die North Coast 500 Ach so. Ist, ja, wenn Dirk sie fährt im März, vielleicht angenehm.
Aber jetzt Wohnmobile. Wir merken wirklich, viele weichen schon aus jetzt in den Mai hinein. Es ist sehr, sehr voll. Überall steht jetzt. Also das hätte ich persönlich so nicht gedacht. Oh, aber es ist ganz schön voll, das stimmt. Ja, und die Single-Track-Roads, also wir haben ja euch ein paar Szenen gezeigt, dass die erste, die war schon cool. Auch dieses gelbe Meer, diese Pflanzen, das ist schon was. Ja, aber jetzt werden wir belohnt, indem wir wirklich hier, ja, achso, wir haben auch den Atlantik verlassen. Stimmt, jetzt ist es hier wieder Nordsee. Laut Google Maps und laut Apple Maps ist das hier wieder Nordsee. Ja, dann sind wir wieder hier. Und wenn wir schon mal hier sind, wollen wir euch natürlich was zeigen. Und das machen wir jetzt. Und ich glaube, ich erkenne hier noch einen Auftrag, den wir vorher machen können. Ja, das habe ich auch gedacht. Ja, gut. Dann würde ich auch sagen, melden wir uns wieder. Entweder vielleicht vom Campingplatz oder von dem Platz da oben. Das ist ein Parkplatz. Gucken wir mal. Wenn wir Internet hinkriegen, was ausreicht, dann bleiben wir hier. Sonst werden wir am Campingplatz anfahren. So, es ist jetzt hier etwas windig, aber... Ich weiß noch nicht, von wo der Wind kommt. Ja. Ich kann das nicht einschätzen. Von da. Ja, dann müssen wir uns auch so hinstellen eigentlich. Naja, aber dann sieht man doch den schönen Strand nicht. Wir wollen nämlich nochmal gucken, ob wir da gleich runterkommen. Ja, da gibt es auch noch einen Strand. Es gibt hier überall Strände. Wir sind jetzt auf dem Campingplatz gefahren, weil wir die Schilder leider dort nicht übersetzen konnten, wo wir waren. Wir hätten da theoretisch bleiben können, aber das Internet war auch schlecht, also es hätte sich auf keinen Fall gelohnt. Wollte gerade sagen, auch wäre das Internet das Problem gewesen, weil das hätte man ja auf dem Berg übersetzen können. Aber egal, da ging es nämlich darum, dass man dort stehen darf, aber kein Campingverhalten an den Tag legen darf. Also das heißt keine Dachzelte und so weiter. Ja, aber drin übernachten wäre kein Problem gewesen, solange keine Markisen oder irgendwas draußen wären. Ja, so, ich versuche in der Zeit hier den Campingplatz rauszukriegen. Er ist natürlich verlinkt in der Videobeschreibung. Es ist der Sango Sands Oasis. Ja, auf jeden Fall sehr stürmisch hier. Ich glaube, wir werden nochmal runtergehen am Strand. Aber auf jeden Fall, das seht ihr, wenn im nächsten Video. Hier soll Schluss sein. Ihr habt ein bisschen was gesehen. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.